Ja, hallo liebe Zuschauer des Deutschlandkuriers. Heute möchte ich mit Ihnen mich zum Thema der Zinserhöhung beschäftigen. Nach den USA planen nämlich auch endlich, so möchte man sagen, aber viel zu spät, die EZB die Zinsen anzuheben. Die Vereinigten Staaten mit ihrer Notenbank Fed haben eine Erhöhung um weitere 0,5 Prozentpunkte angekündigt. Die EZB will dagegen wahrscheinlich nur lächerliche 0,25 Prozentpunkte anheben. Und das erst voraussichtlich im Juli. Ich will Sie daran erinnern, dass wir aktuell eine Inflationsrate von 7,4 Prozent haben. Das bedeutet also, Sie verlieren weiterhin etwa 7 Prozent Ihres Geldes pro Jahr. Wirklich eine unfassbare Summe, die jeder Bürger unseres Landes verliert. Die Frage besteht natürlich nur, warum tut die EZB das? Warum werden die Zinsen nicht deutlich erhöht? So wie es beispielsweise die Vereinigten Staaten tun und wie es nach jeder normalen volkswirtschaftlichen Lehre sich gehören würde. Tja, man könnte auch formulieren, die EZB hat vielleicht jahrelang ein Kartenhaus aufgebaut, das zusammenzubrechen drohte, wenn nun Madame Lagarde die Zinsen erhöhen würde. Dazu will ich gleich auch ein bisschen eingehen. In der jetzigen Situation, und die jetzige Situation, das heißt, wir reden über einen Zeitraum von schon mittlerweile anderthalb Jahren, tut sich die EZB nach wie vor schwer, die Zinsen zu erhöhen. Aber auch der deutsche Staat hat durch die Lockdown-Krise eine unfassbare Verschuldung von 2,3 Billionen Euro. Das sind ganze 28.000 Euro pro Kopf pro Bundesbürger. Das Problem, dass diese Schulden sicherlich auch in Deutschland durch die Negativzinsen finanziert werden, man andere Spielereien finanziert, wie jetzt beispielsweise den sogenannten Transformations- und Klimafonds seitens der Ampel. Alles das könnte hier eine Rolle spielen. Ich mutmaße erstmal und will die Fragestellung hier thematisieren. Sie wissen allerdings, dass die AfD und auch meine Person seit nunmehr 9 Jahren sich gegen diese ungesunde EZB-Politik, die wir alle weiter erleben, stemmen. Wir stemmen uns dagegen hier im Bundestag, in den Landesparlamenten und als Bundespartei. Aber lassen Sie uns der Reihe nach gehen, denn die Inflation, die Sie jetzt wahrnehmen, ist nichts anderes als ein Reflex endlich der Märkte auf die ungesunde Whatever it takes Politik des Mario Draghi oder die berühmte Bazooka, die er rausgeholt hat. Also dieses wichtige Thema, was wir hier heute ansprechen, geht Sie alle an. Es geht den Sparer an. Es geht den Rentner an. Es geht den Arbeitnehmer an, es geht sogar den Häuslebauer an, es geht jeden an, meine Damen und Herren, der mit Geld in irgendeiner Form arbeitet, der Ersparnisse hat. Und es geht natürlich auch jeden an, der ein relativ fixes Einkommen bezieht. Das sind über 40 Millionen Menschen in diesem Land. Und wenn wir dann immer hören, auch das vorneweg geschickt, Covid oder auch der Ukraine-Krieg sei schuld an dieser ganzen Thematik, dann sage ich Ihnen ganz deutlich, meine Damen und Herren, nein. Beide sind nur ein Brandbeschleuniger, ein Brennglas einer ungesunden, gesetzeswidrigen, verfassungswidrigen Politik, die sich jetzt Bahn bricht. Denn jede verfehlte Geldpolitik, das ist ähnlich wie mit einem Fluss, den Sie jahrelang in ein künstliches Flussbett einbetten, irgendwann bricht sich der dann Bahn, meine Damen und Herren. Und das geschieht gerade. Die Inflation ist also nichts anderes zunächst mal als eine Reaktion auf die Geldpolitik der letzten 10 Jahre. Aber jetzt der Reihe nach. 7,4 Prozent im Euroraum, sprechen wir über 7,5 Prozent Inflation. Im Klartext heißt das für Sie, hätten Sie jetzt 100 Euro auf dem Konto, können Sie sich von diesen 100 Euro in einem Jahr nur noch etwas für 93 Euro kaufen. Das ist schon sehr herbe. Wenn ich Ihnen dann noch sage, Butter ist um 31 Prozent teurer geworden, Fleisch um 12 und der geliebte Drahtesel der Grünen, das Fahrrad, um bis zu 9%, dann sehen Sie, wo wir sind. Ich nehme hier gar nicht Gas, Öl, Strom und andere Erzeugnisse mit hinein. Welcher Fairbladen. Ja, aber was bedeutet das nun und warum haben wir dieses Kartenhaus? Madame Lagarde ist wie Herr Draghi und wie auch der französische Vorgänger von Herrn Draghi. Allesamt nur eins. Sie sind keine unabhängigen Zentralbanker mehr gewesen. Sie waren Erfüllungsgehilfen der südeuropäischen Staaten aus meiner Sicht, um dort die ungesunde Schuldenpolitik zu finanzieren. Und wie finanziere ich ungesunde Schuldenpolitik? Mit niedrigen Zinsen. Wir haben früher einmal gesagt, im Prinzip wollten alle den Euro haben, sie wollten alle die Stärke des Euros haben und die günstigen Zinsen, aber die Italiener, die Franzosen, die Spanier, die Griechen sind mit ihrer Schuldenpolitik weitergemacht. Beides zusammen geht nicht. Also ich kann nicht die gesunden Staatsfinanzen Deutschlands haben, eine starke Währung, niedrige Zinsen und mich dann auf der anderen Seite weiter verschulden. Sie sehen also, in den
anderen Ländern hat sich keine Verhaltensänderung zu Franc, Lira entsprechend eingestellt. Und der Lira galt noch nicht, die Lira galt noch nicht als Hartwährung. Was heißt das aber nun konkret? Würde Frau Lagarde die Zinsen deutlich erhöhen, und bei deutlich spreche ich von einem Prozentpunkt bis hin zu 2 Prozentpunkten, ich spreche gar nicht von den hohen Zinssätzen, die wir Anfang der Wiedervereinigung haben, dann würde, ich glaube, da weiß jeder, bei einer Verschuldung der Franzosen mittlerweile von über 116% im BIP, im Bruttoinlandsprodukt, wahrscheinlich der französische Staatshaushalt zusammenbrechen. Über den italienischen mit über auf die 150% im BIP zulaufen, möchte ich an dieser Stelle gar nicht reden. Vorgeschrieben waren übrigens mal 60%. Deutschland etwa 70%. Kommen wir aber mal zu Deutschland zurück. Selbst für Deutschland nach jüngsten Erhebungen würde sich eine Erhöhung um einen Prozentpunkt, wir zahlen derzeit etwa 4 Milliarden Euro für unsere Zinsen in der Bundesrepublik, für den Bundeshaushalt, würde eine einprozentige Zinserhöhung sich etwa mit 13 Milliarden zusätzlich zu Buche schlagen. Das heißt, wir wären dann in Deutschland auch bei 17 Milliarden Schuldendienst. Ich erinnere Sie aber, wir haben vor gut 10 Jahren, und das zeigt, glaube ich, wie ungesund diese ganze Niedrigzinspolitik ist, etwa 30 Milliarden Euro für einen deutlich wenigeren Schuldenstand als den heutigen gezahlt. Und wir wollen ja 300 Milliarden nochmal zusätzlich Schulden machen, 100 Milliarden nochmal Sondervermögen, 100 Milliarden für den Klimafonds und Transformationsfonds und. Sie sehen also eine sehr ungesunde Entwicklung. Und diese ungesunde Entwicklung, die wir hier gerade sehen, ist die Inflation. Die Inflation ist die letzte Stufe dieser Politik, Schulden entsprechend aufzubauen, Staatsanleihen zu kaufen und die anderen Länder des europäischen Südens zu finanzieren. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel geben, das ist mal sehr griffig, das tun wir Finanzamt sehr gerne. Wissen Sie, was 4% Inflation für Ihr Vermögen von etwa 100.000 Euro, kann auch 50.000 Euro sein, jedes Vermögen, was 4% Inflation bedeuten? 4% Inflation bedeuten, dass Sie etwa nach nicht mal 15 Jahren nur noch die Hälfte dieses Vermögens in Kaufkraft haben. Da liegen zwar noch 100.000 Euro rum, aber Sie können sich nur noch für 50.000 Euro was kaufen. Ich möchte Ihnen auch gar nicht sagen, was das für einen Häuslebauer bedeutet, der vielleicht gesagt hat, ich spare in einer Lebensversicherung, auf einem Sparvertrag, irgendwie eine Investition für eine Dachsanierung oder die Fenster müssen neu gemacht werden, etc. Ich muss Ihnen auch gar nicht erzählen, was das für die vielen Sparer bedeutet, die, weil die Renten nicht mehr sicher sind, der Aufforderung 2001 von Herrn Riester gefolgt sind. Eigenvorsorge, Herr Schröder, was glaube ich auch. Der hat wieder Eigenvorsorge, ja, bei Gazprom betrieben. Aber nun gut, jeder schlägt sich so gut durch, wie er kann. Aber kommen wir zurück zu den deutschen Sparern und Lebensversicherungssparern. Auch die sind gekniffen, denn die unterliegen der gleichen Logik, die ich Ihnen hier eben bei nur 4% und nochmal sagen wir jetzt 7,4% Inflation, dass sich ihr Vermögen dann halbiert. Viel schwieriger ist natürlich die jetzige Situation für Rentner. Sie sehen also, ein Kartenhaus bricht zusammen. Und jetzt ist natürlich die Alternative, wir erhöhen die Zinsen. Oder aber, was die Franzosen, Italiener gerne hätten, wir lassen die Zinsen unverändert. Allein alles hätte zur Folge, dass wir die Währung, die wir jetzt haben, die wir Euro nennen, in Frage stellen müssen. Dieser Satz muss gestellt werden. Wir können mit einer hohen Inflation so weitermachen. Das würde aber das Ende unserer deutschen Struktur bedeuten, der deutschen Struktur zu sparen, Investitionen daraus zu finanzieren, für die Altersvorsorge zu sparen, ein Umlageverfahren in der Rente zu haben. Es wäre der Weg in die südländische Mentalität der Spanier, der Italiener und der Franzosen. Wenn wir das nicht wollen, und insoweit bricht hier gerade das Kartenhaus mächtig zusammen, dann müssen wir uns endlich in Deutschland zu dem Schritt bekennen, vielleicht mit anderen Staaten zusammen, wie Österreich, den Niederlanden, Dänemark, eine eigene Währung wieder ins Leben zu rufen, die wieder den Werten einer unabhängigen Zentralbank, die keine Staatsfinanzierung vornimmt, entspricht. Und das ist ein Punkt, meine Damen und Herren, über den sollten wir tatsächlich in den nächsten Sendungen vielleicht auch nochmal offen diskutieren. Denn eins dürfen wir wohl festhalten. Keines der Länder, die in den Euro eingetragen sind, außer die Nordländer, haben sich an den Stabilitätspakt und an das Maastricht-Abkommen gehalten. Wenn wir das also nach über 15 Jahren gemeinsam so feststellen, dann ist es Zeit zu handeln. Und insoweit komme ich zum Ausgangspunkt zurück, ist die Inflation der Ausdruck des Todeskampfes, in dem sich diese Währung Euro, wenn sie denn jemals eine Währung war, aus meiner Sicht befindet. Nehmen Sie das mal mit zum Wochenende, denken Sie ein wenig drüber nach
Und vielleicht haben wir dann demnächst mal die Möglichkeit, dieses Thema wieder zu behandeln. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, auch wenn das keine guten Botschaften waren, und verabschiede mich. Ihr Kai Gottschalk.